Hängt die da oben irgendwo? Boah. Das ist doch nicht der... Das ist doch nicht der Ernst, dass sie... Gute Entscheidung. Ja, Mann. Ja, ich hoffe, dass das jetzt hinhaut. Weil Wildschweine sind denn doch eine ziemliche Herausforderung, gerade wenn sie... Also noch, gerade wenn sie zu zweit aufduckigen. Die hauen schnell mal die Wunde. Und das ist dann in der Regel nicht so gut. Bam. Kriechen, jawohl. So, und jetzt machen wir das gleiche Spielchen nochmal. So. Also noch sieht's gut aus. So, und die Wunden strengen auch rein regeltechnisch, ist ja auch logisch, die Fähigkeiten für den Angriff und so weiter ein. Das heißt, wer eine Wunde hat, kann nicht so gut angreifen. Nein, ich wollte jetzt eigentlich eine Tierkunde machen, ich Trottel. Geht das jetzt noch? Ja, geht noch. Puh, Schwein gehabt. Fehlschlag, natürlich. Ja, da muss ich jetzt ganz kurz mal in der Konsole spicken. Tierkunde 7. Okay. Wie viel haben wir? Tierkunde 7. Ah, okay. Also auf die Eigenschaften. Ja, das ist immer ein bisschen happig. Probenwürfe berechnen. Ach, verdammt. Also Probenwürfe berechnen sich im normalen DSA so. Man hat... Jedes Talent ist aus drei Eigenschaftsproben zusammengesetzt und der ja, Talentwert, also wie gut man diese Fähigkeit halt eben kann, ist halt die Nummer dahinter. Also wir haben jetzt gerade Beispiel eben, Tierkunde Wert 7. Was haben wir denn jetzt hier? Feuerfliegen. Okay, Moment, da investiere ich nochmal ganz kurz was in die Tierkunde. Also wie gut das sich halt mit den Viechereien und so weiter auskennt. Da gehen wir jetzt mal auf die 9 tatsächlich. Hat er das jetzt übernommen? Nein, natürlich nicht. Weil, nee, nicht weil. Genau. Also Berechnung ist folgendes. Und man würfelt dann halt eben auf die entsprechenden Eigenschaften. Und wenn man unter den Wert würfelt, dann hat man die Probe geschafft. Und wenn die Probe schwerer wird, dann wird eben von dem Wert was abgezogen, beziehungsweise zum Ergebnis vom Würfel was dazu addiert. Wie man es macht, ist im Endeffekt egal. Sorry, Rulane, jetzt habe ich dich gerade überquatscht. Und dafür ist ein Arm, jemand mit einer Fernkampfwaffe einfach super. Weil der braucht nur einmal treffen. Und dann fertig ist die Lauge. Gut, die kosten uns zwar jedes einen Bolzen, die Viecher. Hopp. Aber das lohnt sich denn doch. Zumal, wenn man dann die Giftzähne verkaufen können. Ja. Ey! Du Schmeißfliege. Hopp. So. Und jetzt geht... Ja, warum kann ich jetzt da keine Tierkunde machen? Ja, geht nicht immer bei... Komm. Tschüss. Geht nicht immer, leider. Offensichtlich bei denen nicht. Offensichtlich kennen wir uns da immer noch nicht gut genug mit Viechern aus. Huch, da lag ja einer. Toter Mann. Brief an einen Freund und Schlüssel zur Schatzsuche. Oh. Questgegenstand. Schlüssel Schatzsuche erhalten. So, dann schauen wir und lesen wir doch mal durch. Hallo. Brief an einen Freund. Mein guter alter Freund, folge den Anweisungen auf diesem Pergament und du wirst die versprochene Entlohnung für deine treuen Dienste finden. Begib dich zuerst nach Avestreu, einem kleinen Ort vor Ferdok, und suche dort den Avestrein auf. Von dort führt dich dein Weg über die Brücke bis hin zu einem See. Am Wasser angekommen, schreitest du am Fuße des Kahlkopfs entlang, immer in Richtung des mächtigen Wasserfalls. Hinter üppigen Grün verborgen wirst du das finden, wofür ich dir den Schlüssel gab. Juhu, das klingt nach ihrer Queste, beziehungsweise Schatzsuche. Und ich hoffe mal... Ne, halt, alle Auswählen brauchen wir nicht. So.
Nein, ich will nicht mit dem Vieh reden. Info. Feuerfliegen sind tote Feuerfliege. Feuerfliegen sind immer hungrige Rieseninsekten, die meist in Schwärmen auftreten. Sie werden auch Drachenlibellen genannt und sind eine Plage für Vieh und Mensch. Okay. Ja, da können wir uns jetzt dann nichts mehr holen von denen. Und wie es aussieht, sind die hier ziemlich stark vertreten, die Biester. Feuerfliegen ein. Gute Entscheidung. Hau doch mal drauf, Rulana. Bam. Und du nimmst dir die Feuerfliege vor. Bup. So, patsch. Ja, jetzt schieß halt. Ach du Eumel. Jetzt hat er die Armbrust weggesteckt. Oh. Und Rulana braucht wirklich HK-Gift. Okay, die können wir nicht weiter ausnehmen. Wir kriegen bloß die Giftzähne. Aber die sind auch einiges wert. Und ja, kann man ja nicht, kann man ja gut verkaufen. Langsam nachladen. Nein. Amazone voraus. Rulana, du hast auf das Ding drauf, bevor der schießt. Naja, toll. Hat der wunderprächtig geklappt. Warum hast du, dumme Nuss, jetzt die Waffe weggesteckt? Sind jetzt drei. Bam. So, und jetzt nochmal. Batz. Perfekt. So, da kriegt man schnell... Ach, halt, können wir lesen. Giftzahn. Die Giftzähne einiger Kreaturen eignen sich besonders für den alchemistischen Gebrauch. Ja. Die brauchen wir auch irgendwann nochmal, glaube ich. Die haben wir noch nicht ausgesackelt. So. Und die alte Adventure-Manier oder generell Manier, alles mitnehmen, was nied- und nagelfest ist. Zumindest in Computerspielen oder wo es nicht geahndet wird. Im Real Life ist das eine andere Sache. Alle mal hergehört. Da haben dann betreffende Leute zumeist was dagegen, gerade wenn man sich erwischen lässt dabei. So. Und warum hast du die Armbrust wieder weggesteckt, du Eumel? Eumelinski. Das war Nummer 1, das war Nummer 2. Und Rulana ist schneller, das war jetzt die Nummer 3. So. Hier können wir auch keine Tierkunde machen. Wahrscheinlich ist die zu hoch oder es ist generell nicht vorgesehen. Aber ich schaue trotzdem immer nochmal nach. Ist jetzt die dritte hin? Es waren noch 3. 1, 2. Bin ich jetzt doof? Oder nur blind? Oder beides? Die haben wir schon, die haben wir auch schon. Okay. Och, noch 2 Nester. So. Jetzt wechseln wir mal auf die Hacke. Rulana, eile ihm noch mal zur Hilfe. Okay, also mit der Hacke hat er da keine Chance. Alle mal hergehört. Rulana. Okay. Warum stecken die immer ihre Waffen weg? Batz. Kurkum. Gesundheit. Von Kurkum habe ich selber auch noch nie gehört. Aber normalen jetzt auch nicht. So, das Vieh ist zumindest mal weg. Ah, da war noch eine. Sehr gut. Brave Rulana. So, was haben wir hier? Auch nochmal ein Giftzahn. Waren das 4 Stück da drin? Wahnsinn. So. Ah ja, genau. Die können wir noch aussackeln. So, und die haben wir schon. So, Rulana. Und du machst jetzt hier mal auf. Eigentlich können wir... In Ordnung. Ah, wunderbar. Schlüsselschatzsuche abgegeben, ja. Jetzt können wir in der Truhe... Oh, 3 Dukaten, einen Silberring und eine Goldkette. Fein, fein, fein. Und hier haben wir noch ein paar AP zum Einsammeln. Das machen wir nochmal. Mit. So. Putsch. Nummer 1. Ach,
du Eumel! Mensch, warum steckt dir jedes Mal seine beschissene Armbrust weg? So, Entschuldigung, ich sollte nicht zu viel fluchen. Es kann ja auch sein, dass ich jüngere Zuschauer habe, deren Erziehung noch nicht so ganz so verkorkst ist wie die meine. So. Jetzt haben wir dann, sind wir ein paar Giftzähne reicher. Ach, ja noch mehr. Sagt's mal, wie viel sind denn da hier? Bom. Ich nehme die Sache in die Hand. Zum Angriff. Wir verbraten jetzt zwar jede Menge Bolzen hier, aber das ist mir jetzt momentan erstmal egal. Mit den ganzen Giftzähnen im Petto und mit der Schatzbeute können wir da mehr als nur gut Gewinn machen. Und außerdem die EP, die geben uns recht. So, Ulana, mach doch mal bitte auf. Warum steckt der immer die Waffe weg? Ich kapier's nicht. So. Oder, ach, jetzt habe ich sie gerade selber wegstecken lassen. So, und bevor er schießen kann, ist das Vieh tot. Nee, doch nicht. So. So, auch dieser Plage sind wir Herr geworden. So, zahn. Zahn. Ja, und wo war jetzt die? Ah, hier. Okay, das war die. So, haben wir hier noch irgendwo was übersehen? Na okay, ins Wasser können wir nicht. Also das haben sie wenigstens gut implementiert, dass Zwerge wohl kein Wasser mögen. Ach, noch einer. Ja, Himmel. Das ist dann hoffentlich aber mal der letzte. So. Den ganzen Tag Feuerfliegen zu schnetzeln ist ja dann auch nicht so tricky. Wie viel sind es jetzt? 3 Stück mal wieder, okay. So, die umkreisen die Rolana. So, bam. Na? So, und du bist die letzte. Patsch. Perfekt. So, einsacken. Noch ein Giftzahn. Noch ein Giftzahn. Und noch ein Giftzahn. Perfektamente. So, jetzt haben wir genauso viele Steigerungspunkte wie vorher auch. So. Ja, und die Giftzähne gibt sie ihm mal. 27. Schön. Ich will da nicht wieder raus. So. Und wir nehmen jetzt den anderen Weg zurück. Können wir? Nee, da können wir nicht mehr. Da schauen wir dann mal. Hat die Auralia HK Gift? Ich weiß nicht, aber ich muss auf jeden Fall nochmal beim Kauzi vorbei. Beim Kauzenstein. Vitalion, Erzmager, Rakorium, Kahlkopf. Irgendwo muss doch... Genau. Irgendwo wird doch der blöde Jäger noch zu finden sein. Weil da kaufe ich mir dann erst nochmal ein paar Bolzenzutaten. Nur für den Fall der Fälle. Beziehungsweise machen wir gleich nochmal welche. 74 Bolzen mit sich rumzuschleppen ist zwar auch schon ein ziemlich guter Vorrat, aber... Naja, ich bin da lieber vorsichtig. Lieber ein paar zu viel als ein paar zu wenig, wenn es mal drauf ankommt. So ist meine Devise eigentlich immer. So, und der ist jetzt wo? Da rennt er hin. So, hey, halt mal. Hey, du, bleib stehen. Na, endlich. Ich stehe in eurer Sp- Ja, was habt ihr denn im Angebot? Okay, wir brauchen... Ja, nehmen wir mal für dreimal Umholz, dreimal Leim, dreimal Bolzenspitzen. Also wie gesagt, ich kenne das Rezept hier auswendig. So.
heißt, da brauche ich dann nicht mehr nachschauen. Nur für den Fall, dass ihr euch wundert, ja, warum kauft ihr einfach mal so blind ein? So, Werkbank. Tüdelülüt. Genau, machen wir uns nochmal 3 Jagdbolzen. Jawohl. 94. Um 4. Bin ich blöde? Warum 94? Ich hab doch 30 gemacht. Ach, natürlich. So. Wenden wir es zweimal an, also 40, also haben wir 134 Bolzen. Ja, das langt erstmal eine Weile. So, dann schießen wir erstmal die 34er, dann haben wir den 100er Stack. Also irgendwann in dem alten Spielstand habe ich mir dann mal aus Jux und Dollerei einfach mal 1000 Bolzen gehabt oder gemacht, aber das war dann so haushoch übermotorisiert. Speziell da, weil ich mir dann als nächstes dann die besseren Bolzen machen konnte und dann, ja, ziemlich viel Geld in den Wind geschossen. Na mein, man lernt halt nie aus, ne? So, jetzt halt sprechen wir erst mal mit Talion und dann gehen wir gleich mal zu Auralia, damit der Heilkunde Gift, oder damit Rulana Heilkunde Gift lernen kann, sollte sie es lernen. Ach ja, und da haben wir ja unseren Rakorium. Da haben wir unser... Seid gegrüßt! Notre, wie schön euch zu sehen. Ah, ja. Xortom, Schmeister Rakorium. Gut, dass ich euch hier finde. Ihr wart einfach weg. Sicher, sicher, das ist bei einem Transversalis-Teleport sehr, sehr normal. Euer Gesicht, ich habe schon einmal gesehen. Was wollt ihr noch gleich? Irgendwas war doch da noch. Das Leumundschreiben für einen Zöllner. Über das sparen wir doch in der Höhle. Notices Amatis Causali, natürlich. Ja, hier ist es auch ein Schreiben. Ich hoffe, Rufus hat euren Namen richtig. Joi. Ihr müsst schon längst in Ferdok sein. Also los, ihr nichtsnutzigen Bengels. Rufus Xortom festhalten. Transversalis Teleport. Oje. Der alte Zauselkopf. So, aber jetzt haben wir wenigstens Schreiben Rakoriums. So. Können wir mal lesen. Schreiben Rakoriums. Hiermit bestätigen seine Eminenz Erzmagier und Magister aller Schulen Rakorium Montagonus. Montagonis? Heißt doch Montagonus. Dass der Träger dieses Schreibens unter unser vollstes Vertrauen genießt, gezeichnet seine Eminenz höchstpersönlich Rakorium Montagonis. Okay. 17 Dukaten. Ey, das ist eine Heldenkarriere, mein lieber Scholli. Angefangen haben wir mit 4, jetzt haben wir 17. In der kurzen Zeit 13 Dukaten zu machen, ja, das ist schon nicht übel. So, was haben wir hier? Vitalion, genau da wollen wir hin. Und unser Freund der Kiepenkerl. So, hallo. Willkommen im scharfen Schwert, dem besten Wirtshaus in Avestreu. Ja, weil auch einzigen. Ein gewisser Runkel Börsenhauer meinte, ihr könnt mir etwas über die Räuberbande erzählen. Es wird gemunkelt. Nein. Seid gegrüßt, Wirt. Ich habe von Ihren Kautzenstein erfahren, dass ihr euch über eine Trophäe für euer Wirtshaus freuen würdet. Und wie es der Zufall so will, ich hätte einen prächtigen Bärenschädel für euch. Potzblitz, was für ein prächtiges Exemplar. Hier habt ihr eure Belohnung. Ich denke, dass euren Anstrengungen gerecht werden wird. Ich werde ihn gleich anbringen. Wunderbar. Gehabt euch wohl. Was haben wir denn gekriegt? Ich habe es oben nicht gesehen. 2 Dukaten. Ja. Schick. So. Ach, wir können nur die Treppe benutzen. Du. Was haben wir hier? Nichts weiter. Würselkraut.
Alchemie würde ich gern auch noch mit dem Char können. Ich frage mich, mit wem ich das lerne. Also, er hat jetzt Bogenbau. Vielleicht kriegt er noch Schmied dazu später. Ja, ich glaube, Schmied, das würde ganz gut passen. Was wünscht ihr von der alten Auralia? Was kann man bei euch lernen? Alchemie, richtig. Pflanzenkunde, Balsam, Flimflam, okay. Alle mal hergehört. So, Rolane. Ach, HK-Gift hat die natürlich nicht. Ach, schade. Schade. Alchemie. Wer soll Alchemie lernen? Ne, Rolane definitiv nicht. Der Zwerg auch nicht. Da warten wir auf die nächsten Gruppenmitglieder. Da kommen noch ein paar. So. Und dann werde ich mal mich ganz kurz verschüsseln in eine kleine Aufnahmepause. Bis dann, Leute. Servus. Die Zwölfe zum Gruße.